Und willkommen zurück bei Let's Play Elden Ring. Und ich hatte versprochen, wir zeigen, was diese tolle Pfeife kann. Tada! Wir können reiten, wir können schnell sein, wir können sprinten, wir können Angriffe, wir können einen Doppelsprung. Ja, darauf, also wir werden sehr viel auf diesem Pferd unterwegs sein. Just you wait. Ja, und wir können jetzt herumlaufen, absteigen. Fledermäuse. Es ist Nacht gerade, was bedeutet, es spawnen tatsächlich andere Gegner. Ja, wir könnten halt weiter in diese Richtung, aber ich glaube, ich gehe tatsächlich... dass dieser NPC sofort angezeigt wird. Alte Fingerleserin. Geht tatsächlich erstmal hier nach oben. Aus Gründen. Den Schmetterling nehme ich mit. Man kann an all denen schön vorbeireiten. Das macht's doch relativ. Ja, der Boy. Ja, der kommt. Aua, mit Karaffe auf und zu. Ah, yikes. Aber habe ich da gerade Loot übersehen? Also einmal hier. Goldene Rune, nice. Und hier. Lumpenfleisch. Okay. Eigentlich reite ich wirklich immer an denen vorbei, ne? Aber warum mal nicht? Ja, okay, nee. Ich glaube, es ist cleverer, hier durchzumarschieren, weil gleichzeitig mit Pfeilen noch abgeschossen zu werden. Oh! Was man bei... Au! Jesus! Was man bei dem ganz kurz gesehen hatte, der hatte goldene Augen. Was bedeutet, der Gegner droppt fünfmal so viel Runen. Eine goldene Saat. Und die wird noch sehr, sehr wichtig. Das ist ein sehr cooles Item. Ist ein kleines Häuschen mit einer Gnade, an der wir direkt vorbei. Einen Moment. Wir werden erst einmal uns die Sachen durchlesen, die wir bekommen haben. Den Klumpen. Ein dickes, saftiges Stück Bestienfleisch findet man durch die Jagd auf Fleischfresser. Das richtige Fleisch für ein rustikales Festmahl. Ja. Goldene Saat. Ein goldener Samen gefunden am Fuß einer Baumillusion. Ha, Baumillusion, das wusste ich gar nicht. Erhöht die Zahl der Nutzung einer Heiligflasche. Kann nach Erholung an einem Ort der Gnade verwendet werden. Nach der Zertrümmerung des Elden Rings wurden diese Samen vom Erdenbaum aus in die verschiedenen Länder verstreut. Es war, als hätte das Leben gewusst, dass es zu Ende geht. Ja, was es basically heißt, ist, dass wir Flaschenaufladungen hinzufügen. Eine Ladung der Flasche mit Pupertränen wurde hinzugefügt. Das heißt, wir haben jetzt Bier anstatt drei Flaschen. Und wir könnten theoretisch auch fünf Flaschen machen. Wenn wir das wollen. Und ich glaube, das will ich gerade, weil wir keine vernünftige Anrufung haben, dass es sich lohnt, Mana-Tränke zu besitzen. Aber ja, wir können auch hier mit Melinda sprechen. Diese kleinen Kreise daneben zeigen immer Optionen an, die es sich lohnt anzuschauen. Tiny golden aura is the grace of the Erd Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also, I hear you can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer. A demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring.
Upon the cliff, a demigod. If the razor, then the Elden Ring. Ja, okay. Ally, I pray ja. That you have to face ja, siehst du, und wenn dieser Kreis nicht mehr da ist, dann brauchen wir es nicht mehr. Jetzt verschwindet sie auf magische Weise. Was ist denn hier oben? Hier, ja, das ist leuchtet etwas lila bläulich. Das bedeutet, das ist etwas seltenerer Loot, aber jetzt auch nicht unbedingt einzigartig. Steinschwert. Bitte am Sturm. And here is a lady. Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. It's quite a lark when you think about it. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Oh, bist du nee, ja doch. Oh, I know. Can you take this little one along with you? Asche der Geisterqualle. The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think, the little one. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know? It was a pleasure to... Oh, okay. Tell them I'm finally getting the... Ja, sie wird später wichtig, auch wenn sie jetzt... It was a pleasure to... Ja, hoppala, das wollte ich nicht. Ich wollte... Ich habe das, glaube ich, nie getan. Seitlich sitzen. Ah, oh, fancy schmancy boy. Verdienst keine Wärme. ja. Der hat uns ein schönes Ding gegeben. Ruft eine Geisterqualle herbei. Asche, in der noch ein Geist verweilt, ruft eine Geisterqualle herbei. Dieses schwebende Phantom erhellt die Umgebung. Das häufig in Tränen ausbrechende Medusenmädchen ist auf der Suche nach seiner fernen Heimat und speit tapfer Gift auf alle Gegner, um das tapfere Herr zu beschützen, das sie gerufen hat. Anscheinend ist ihr Name Aurelia. Oh. Ja, das hat auch noch eine gewisse Art von Lore. Aber wohin wir uns als erstes begeben, ist wieder zurück zur Kirche. Aus Gründen. This way, tarnished. May I have a word? Aber natürlich. Komische Gestalt, die in den ganzen Trailern zu sehen war. A pleasure to meet thee, tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ich liebe diese Synchronstimme und die Art zu reden. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee, by Torrent's former master. Geisterrufende Glocke. Asche der einsamen Wölfe. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the Erdtree, the spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Now it is thine to do with as thou wishest.
Forgive mein intrusion, tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Ja, jetzt haben wir die gute Sache mit eine Glocke, die verschiedene Geister aus Aschen herbeirufen kann, verbraucht für gewöhnlich FP. Geister können nur in der Nähe eines Wiedergeburtsdenkmals herbeigerufen werden. Ist das Herbeirufen möglich, seht ihr das Denkmalsymbol unten links am Bildschirm. Ihr könnt immer nur eine Art von Geist herbeirufen. Im Mehrspielermodus ist das Herbeirufen von Geistern nicht möglich. And we have a wolf. Asche, in der noch Geister verweilen. Hiermit ruft ihr die Geister von drei einsamen Wölfen. Geister von Wölfen, die aus ihrem Rudel vertrieben wurden und später auf einem unbekannten Befleckten trafen, der sie als Jagdgefährten aufnahm. Die Wolfsgeister unterstützen den Beschwörer, indem sie Gegner durch ihre Beweglichkeit überwältigen. Ja. Und ich habe irgendwas gedrückt und das hat mich... Aha. Das hat mich gedrückt. Zack. Ja, und damit kann ich... Hat das Geräusch gerade diese Ziege gemacht? Damn. Ich kann die herbeirufen. Auf mein Pferd steigen. Und wir können uns diesen Kampf hier liefern. Aua. Ja, also das sind quasi kleine NPCs, die mir helfen können. Davon gibt es einige. Und das Coole natürlich an 3 ist die Aufteilung der Aufmerksamkeit eines Bosses. Auch wenn er natürlich mich noch ab und an angreifen möchte und wird. Uff. Das war a lot of damage. Alter, was war das für ein... Wie kann ich meine Schilder ausrüsten? Kann ich sie überhaupt ausrüsten? Oh no. Oh no. Woo. Was war das für ein Lag? Jesus, oh yeah. Baumwächter. Deine Zeit ist gekommen, Boy! Oder auch meine. Ich sag mal so, ohne das Pferd ist er wirklich ein unfassbar schwerer Gegner. Aber mit einem Pferd sind wir siegreich. Der Gegner zum Fall gebracht, 3200 Runen und eine goldene Hellebarde. Wer röchelt so mass... Seid ihr das? Ich bin so irritiert.
30 Stärke, damn. Eine schwere goldene Hellebarde. Sie stammt von den Baumwächtern einem Orden schwerer bewaffneter Ritter. Verursacht Heiligschaden. Diese meisterhaft gefertigte Waffe schlägt unglaublich hart zu, erfordert aber fast übermenschliche Stärke von ihrem Träger. Talent, goldener Schwur. Dieses Talent entspringt der langen Tradition der Ritter der Hauptstadt. Hebt die Waffe, um den Erdenbaum im Kampf zu ehren und verstärkt eure Angriffskraft und Verteidigung sowie die eurer Verbündeten in der Nähe. Oh boy. Hast du noch irgendwas, was ich von dir will? Nein. Ach lol, ich habe diese Notizen gekauft, aber mir nie durchgelesen. Hier. Flasche der wundersamen Arznei. Eine Notiz, verkauft von einem nomadischen Händler. Eine Flasche der wundersamen Arznei liegt noch immer in der dritten Kirche von Marika, nördlich des Nebelwalds. Überquert die Brücke der Hochstraße und folgt dem Pfad der Tiere nach Norden. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunkts an den Straßen durch Limgrave. Ruinen eines Weg. Jemand lauert? Ist da mit Melinda gemeint gewesen? Ah, ich kann noch mal mit dir reden. Me. I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the Earth Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. There is something for which I must apologize. I've acted the finger maiden, yet can offer no guidance. I am no maiden. My purpose was long ago lost. Lügnerin! Shall I turn your rune? Let my hand share them with me. Your thoughts, your ambitions. Machen wir ein bisschen mehr Glaube? The principle. Damn. Naja, da hat sie uns angeflunkert. Aber wir werden nachher noch trotzdem herausfinden. Also was heißt trotzdem herausfinden? Sie ist trotzdem noch ein sehr hilfreicher und guter Charakter. Der Grund, warum ich nochmal kurz hier zum Strand gehe, ist ein einfacher. Erstmal brauche ich nochmal ein paar Runen. Da bietet es sich doch an. Aua. Häufig ist es so bei... Ja, ich behaupte mal wirklich jedem einzelnen Gegner in diesem Spiel. Schläge gegen den Kopf macht mehr Schaden als Schläge gegen die Füße. Ich würde schon sagen. Diese Schockwelle ist echt nicht zu unterschätzen. Oh lol. Oh lol. Naja. Riese zu Fall gebracht. Oh shit. Ich falle. Aua. Noch eine Schildkröte. Ja, ich lasse die mal kurz in Ruhe. Wobei, wenn ich... Goldrover, Krabbeneier. Erhöht kurz die Robustheit. Okay. Was seid ihr denn? Altmenschen. Eine Höhle. Aber zu der kommen wir später. Wir wollen erst einmal zu... dem nächsten Händler. What do you need?
trouble? Ich auch nicht, Darling. Nomadischer Händler. Denn der verkauft uns... Kurz Bogen? Knochenfeuerfall, Knochenfeuerfall, neutralisierende Boli. Wir verkaufen die Upgrade-Materialien. Aber ich bin schon gewillt, auch den Kurzbogen zu kaufen. Aus anderen Gründen, die ich nachher zeigen werde. Da habe ich mich an eine falsche Grace teleportiert. Ich wollte ja eigentlich hier hin. Bitte am Sturmhügel. You know what? Wir können direkt Margaret versuchen. Was soll's? Den nächsten Boss. Bögen. Oh lol. Rüstet einen Bogen aus, um Pfeile abzufeuern. Ihr könnt zwei Pfeiltypen gleichzeitig ausrüsten und dann zwischen diesen wählen. Führt ihr einen Bogen beidhändig, haltet LB um präzise zu zielen. Ja, okay. Ja, das zeige ich euch nachher, wenn das denn notwendig wird. Hier, das ist ein Skarabäus, der eine helle Farbe hat. Das bedeutet, er droppt keine Heiltränke auf Ladung, sondern Talente. Es gibt dann noch welche, die droppen Upgrade-Materialien. Wir laufen alle einfach geschmeidig an den ganzen vorbei. Weil hier eine Grace ist. Weil das, was ich gerade möchte, ist... Interessante Lichtverhältnisse da hinten. Das, was ich möchte, ist... diesen Boss besiegen, der jetzt auf uns zukommt. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Ja, das ist so die erste Riesen-Challenge nach dem Baumwächter. Because this boy is strong. Und flink. Aber ich habe den ja schon ein paar Mal besiegt, aber ich sag euch, das allererste Mal gegen den, das war ein Kampf. Kann gut sein, dass ich bei dem hier sterbe. Läuft gerade wirklich nicht gut. Oha! Das war ein neuer Move. Bruh. Ich kann nicht glauben, dass ich gerade so schlecht bin. Aber okay, to be fair, meine Waffe ist auch plus 0.
das war mein Ziel für Phase 2, die ganzen Wölfe zu haben. Aber ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ja, damn. Ja, damn. War nicht gut. Ich bin das erste Mal gestorben. Aua. Tod. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort eures Todes fallen. Falls ihr erneut sterbt, bevor ihr sie einsammeln könnt, sind sie für immer verloren. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu den verlorenen Runen. Alles klar. Forgive me. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you and whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment.